Herzlich willkommen bei einem Blick in die astrologischen Begebenheiten bzw. ein bisschen einem Hintergrundvideo. Es geht heute um das Thema Uranus im Stier. Und ich möchte heute besonders darauf eingehen. Erstens einmal ist das eine ganz, ganz wichtige, prägende Konstellation, die uns die nächsten Jahre auch noch beschäftigen wird und die auch ganz viel Unruhe reinbringen wird. Also wir haben ja, ich habe es im vorigen Video schon erwähnt, wir haben ja die Big Player 221, Pluto im Steinbock, Saturn, Jupiter im Wassermann, Uranus im Stier und Neptun in Fische. Der Uranus im Stier wechselt circa alle 84 Jahre wieder ins Zeichen Stier. Also alle 84 Jahre, kann man sich vorstellen, geht dieser Planet, der Uranus, der läuft also relativ langsam durch den Tierkreis ins Tierkreiszeichen Stier. Das letzte Mal war der Uranus im Jahre 1934 bis 1941 im Zeichen Stier. Und da braucht man historisch jetzt nicht besonders bewandert zu sein, dass man weiß, was für eine Zeit da angebrochen ist. Natürlich der Aufstieg der Nationalsozialisten, der Zweite Weltkrieg. Also es hat irrsinnige gesellschaftliche, strukturelle Umbrüche gegeben. Und das spielt natürlich der Uranus-Energie genau in die Hände. Denn Uranus will ja etwas wandeln, der will ja etwas neu machen. Der will etwas aufwirbeln. Und deshalb möchte ich heute, gerade in dieser Zeit, wo wieder große gesellschaftliche Umbrüche bevorstehen, eben noch einmal auf Uranus im Stier eingehen und dir auch die beiden Prinzipien, das Stierprinzip und das Uranus-Prinzip, ein bisschen näher bringen, dass du dir vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken machen kannst, was alles kommen könnte, beziehungsweise was jetzt gerade wirkt. Denn das, was wir jetzt haben, sind definitiv große Umbrüche und Uranus lässt dann auch keinen Stein auf den anderen. Und da muss man jetzt nicht besorgt sein deswegen. Aber es ist gut zu wissen, was spielt sich ab. Und wie gesagt, wir werden uns heute dieser Konstellation Uranus im Stier widmen. Um einfach einmal ein bisschen ein Gespür zu bekommen, was bedeutet denn das Stierprinzip? Und zwar ist das Stierprinzip, wir haben es hier einmal zusammengefasst, ich habe hier mal so eine kleine Bildercollage zusammengestellt. Also Stier ist der Körper, ist die Materie, ist die Grenze, ist die Form, ist eigentlich alles, ist ein Erdzeichen und es geht da eben sehr um diese Selbstsättigung, um etwas schaffen, um etwas eingrenzen, einzäunen, um in einer Gemeinschaft auch zu leben, die allerdings sehr gut bürgerlich geprägt ist. Also das wäre jetzt im Stier nicht unbedingt die großartige Künstlerkommune, sondern das wäre dann eher so der Sparverein, ja, der Schrebergartenverein, also eher solche sehr traditionellen Vereine und Strukturen eben. Und das mag das Stierprinzip sehr. Der Stier mag auch eben alles, was er prüfen kann, ist ein Erdzeichen. Also besser so quasi den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Es geht um das Besitzen, das Materielle haben, dieses fleißig, aber trotzdem etwas behäbig und etwas stur auch sein. Und es geht eben ganz stark um diese materiellen Dinge. Genauso der Körper, ne? Also es ist genauso auch der Körper, was dann wichtig ist mit Uranus, komme ich dann noch darauf zurück. Und eben so dieses Zusammenleben, aber ein Zusammenleben, das eher dem Selbsterhalt dient, als jetzt eben, wie gesagt, dass ich sage, das passiert jetzt auf großartigen Ideen, sondern da geht es wirklich um die Basis, um diese Selbstsättigung, um das gut Bürgerliche. Wir haben hier den Zaun, wir haben die Volksmusik, wir haben eben den Körper, wir haben das Essen, wir haben die Tradition mit dem Dirndl, wir haben so dieses, jeder hat sein Haus, ja? Und wir haben natürlich auch so die Rücklagen, also so diesen Sparstrumpf, das, was ich habe, was mir Sicherheit gibt. Also das ist eben so der Stier, die Materie an sich. Kommen wir jetzt zum
Uranus, also noch vielleicht kurz erklärt, der Stier an sich ist ein Archetypus. Ja? Der Stier ist also ein Archetypus, genauso wie Widder, Zwilling und so weiter. Das sind so Archetypen im Tierkreis. Und der Uranus ist ja dann ein bewegliches Prinzip und ist einem Archetypus zugeordnet. Also, dass man das nochmal, Uranus ist ein Planet, Stier ist der Archetypus. Und der steht jetzt eben, dieser Planet ist ins Stier, in den Stier reingewandert. So kann man sich das vorstellen. Und jetzt kommt, das ist dem Stier, dass wir es uns nochmal so vor Augen rufen. Und jetzt kommt in diese Gemütlichkeit, in dieses Spaß, dieses Mir sein Mir, dieses alles ist abgegrenzt, alles ist geregelt, kommt jetzt der Uranus. Und der Uranus ist natürlich, der will etwas neu machen, der will etwas bewegen, der möchte unbedingt etwas umstürzen. Ja? Der möchte von der Vergangenheit in die Zukunft führen, möchte ein bisschen ausgeflippt sein. Also alles, was da zu traditionell ist, ist dem zu langweilig. Und hier bei den Bildern kann man es schon ein bisschen erkennen. Das ist der Revolutionär, der da Reden schwingt. Das ist die Technologie, das Internet, dass alle miteinander verbunden sind. Das ist die Freiheit. Uranus ist Freiheit, ist eine Vision in die Zukunft, ist natürlich auch so Kryptowährungen wie Bitcoin, da mache ich mal ein Video drüber, ist eine uranische Währungsform. Also Bitcoin, wo es ja eigentlich, da ist ja kein materieller Gegenwert da, das ist ja eigentlich, sind ja nur mehr Zahlen und Daten. Und das ist ja nicht so, dass da jetzt jemand mit dem Topf voll Gold noch dahinter sitzt bei Bitcoin. Wie gesagt, es geht vom Alten ins Neue. Da möchte der Uranus vermitteln. Die Architektur ist eben weg von diesem gut bürgerlichen, das Reihenhaus, ist sehr viel Glas, nach oben soll es gehen und es soll alles offen werden. Und man soll ruhig ein bisschen provokanter, offensiver sein. Jetzt ist ja der Sidecut schon en vogue geworden, aber das wäre, wie er noch modern, also wie er noch ganz neu war, so eine uranische Geschichte. Also man möchte da hervorstechen. Und das ist eben Uranus, das ist eben dieser Planet Uranus und der ist das bewegliche Prinzip vom Wassermann. Und der Wassermann hat eben genau diese Flexibilität, ist ein Luftzeichen verglichen mit dem Erdzeichen Stier. Und da kann man sich schon vorstellen, dass Erde und Luft, wenn man das zusammenmischt, sich nicht unbedingt so eins werden. Ja? Wenn man zum Beispiel Luft in Wasser gibt, ist Mineralwasser, gibt Sprudel, da ist was belebter, da ist was, da geht was in die Bewegung rein. Aber das Erdzeichen Stier hat jetzt nicht unbedingt mit dem luftigen Uranus was zu tun. Und jetzt möchte ich einfach einmal ein paar Gedanken zu dieser Kombination, was das für uns bedeuten kann, was das für dich bedeuten kann und auch die nächsten Jahre noch bedeuten kann, bis so 26, denke ich, wenn der Uranus rausgeht aus dem Stier in den Zwilling, was das alles bedeutet. Auf der einen Seite haben wir eben diese Veränderung im Volk. Also der Stier ist kollektiv auch das Volk. Und da haben wir natürlich auch diese Spaltung, diese Veränderung. Wir haben neue Fraktionen bei uns in der Bevölkerung. Wir haben die mit Peaks, die ohne Peaks, ja, um es mal so dezent auszudrücken. Wir haben ganz neue Umstände in unserem Zusammenleben entwickelt. Große Hygieneregeln, was dem Wassermann dann eh ganz recht ist, weil der möchte ein bisschen so Distanz haben zum anderen. Der möchte nicht so zusammenpicken, der braucht ruhig ein bisschen eine Kühle, eine Distanz. Wenn wir uns jetzt zurückdenken an das politische Klima auch vom Zweiten Weltkrieg, dieses Nationalistische, was da aufkeimt, das wäre dann auch noch einmal so dieses Erstarken und das neue Bewusstsein einfach für die Grenzen und es muss jeder für sich sein und eben alles, was eigentlich so ein bisschen so gegen dieses Europäische geht, diese nationalistischen Tendenzen, die wir haben, passen durchaus auch zu Uranus im Stier. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch mit Uranus im Stier den Wandel der Werte. Also was gibt dir Sicherheit, was gibt dir einen Wert? Und
Das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, Inflationsthemen beziehungsweise eine digitale Währung, die immer mehr kommt, die immer mehr gefördert wird auch. Also das ist da durchaus eine Möglichkeit mit Uranus im Stier. Da bleibt einfach wirklich so buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Das kann auch eine Veränderung im Wohnen heißen. Das kann eben auch heißen, dass sich da, dass der Wohnraum von diesem klassischen, das ist mein Grundstück und das ist alles abgezäunt, dass sich das etwas öffnet bzw. etwas weiter werden kann. Und das sind einfach so Grundtendenzen von Uranus im Stier. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wirkt das nicht auch anders? Jetzt kommt der Revolutionär da in den Sparverein und sagt, okay, wir machen ab jetzt alles nur mehr digital. Ihr könnt das Sparschweindel gleich einmal vergessen. Ist das nicht auch umgekehrt so, dass der Stier, quasi die Erde, dann auf den Uranus auch einwirkt? Normalerweise sagt man im Astrologischen, okay, die Langsamläufer sind die Schicksalsplaneten, aber wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt eine Wechselwirkung zwischen diesen Zeichen, was kann denn das dann auch bedeuten? Es könnte auch bedeuten, dass die wahre Freiheit, Uranus ist auch Freiheit, eigentlich nur mehr in den eigenen vier Wänden stattfindet. Das heißt, noch einmal runtergebrochen, nicht nur die eigene Wohnung, sondern im eigenen Körper stattfindet oder da stattfinden soll. Und da wären wir jetzt bei einem Thema, dass ich sage, wie kann ich in meinem Körper frei sein, in meiner Körperlichkeit frei sein, dass ich es runtergebrochen wirklich schaffe, für mich eine klare Vision zu erzeugen. Uranus ruft dich auf, hab eine Vision für dich. Und gerade in diesen turbulenten Zeiten, wo wir nicht wissen, was das als nächstes um die Ecke kommt, ist es wesentlich und ganz, ganz wichtig, für sich eine klare Vision zu haben und einen klaren Durchblick zu haben. Sich nicht zu sehr von außen manipulieren zu lassen. Und dann dieser, also Pluto haben wir im Steinbock, Saturn ist im Wassermann. Das heißt, der Saturn und auch der Jupiter sind im Wassermann. Und ich habe gesagt, der Uranus gehört zum Wassermann, nur das ist das flexible Prinzip des Wassermanns. Und dann ist natürlich auch die Frage, kommt damit auch das Gesetz in den Körper rein? Kommt die Legislatur, greift die auch in die eigenen Grenzen mit rein. Und das ist, denke ich, auch mit der Debatte, die wir jetzt erleben, eine Verpflichtung zum Pieks oder keine Verpflichtung zum Pieks, ist durchaus ein interessanter Gedanke, ob da nicht eine Mischenergie reinkommt. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass dieser Pluto im Steinbock, ich nenne das auch gerne nicht nur die Transformation des Rechtssystems, sondern auch die Schändung des Rechtssystems. Und wenn der Pluto dann Moment, wann ist er draußen? 2023, Blödsinn, 2024, 25 rausgeht aus dem Steinbock und dann in den Wassermann kommt, dann kommt zum Uranus auch noch einmal ein bisschen plutonische Energie dazu und da wird es dann auch noch einmal spannend, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall haben wir eine sehr labile Zeit. Das heißt, es ist nichts stabil, es ist nichts, wo man sagt, da kann man jetzt Werte sichern oder da kann man jetzt besonders auf etwas aufbauen. Und deshalb ist es wichtig, und das ist, glaube ich, wirklich die Lernaufgabe, hab eine Vision. Der wahre Wert ist eigentlich deine Vision, ist dein Blick in die Zukunft, vielleicht auch ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft, damit quasi so diese Krise, damit du nicht an dieser Krise verzagst oder verzweifelst. Also hab eine positive Vision, die soll aus dir kommen, die kann auch nicht eingeschränkt werden, die kann auch nicht manipuliert werden. Da kannst du auch für dich klar bleiben und das will Uranus letzten Endes. Der möchte einen Umbruch, der möchte letzten Endes schon eine gewisse Gleichheit auch. Aber Gleichheit kann auch heißen, eben wie gesagt, dass die, die etwas haben, was verlieren. Und dann auch, dass alle nichts haben oder alle alles haben. Das wäre natürlich dann die andere Ebene. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, halte deine Vision, bleib klar und das ist so die Aufgabe von Uranus im Stier. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, dann schreib sie mir einfach in die Kommentare rein.
lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere meinen Kanal. Es wird so alle 2 Wochen gibt es einen astrologischen Blick. Ja, sonst gibt es viele Meditationen, die auch immer auf den Zeitgeist eingestimmt sind und ein paar Einblicke auch aus der Energetik raus. Ich bin Oliver Ereny, Astrologe und Energetiker aus dem wunderschönen Linz. Und es freut mich, dass du dran geblieben bist. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit und bis nächstes Mal. Tschüss.